Wenn du das wärst, wärst du dann auch noch für Abtreibung? Frühgeborene mit einem zu niedrigen Geburtsgewicht wurden in den 60er Jahren in Polen in Eimern ertränkt oder Temperaturen von minus 30 Grad ausgesetzt, damit sie dort erfroren. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Waletzko. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier bei Menschenfischen. Heute geht es um eine Frau namens Melissa Oden, die ihre eigene Abtreibung überlebt hat. Mit der Überschrift: An ihren Händen klebt Blut. Die Heilige Schrift sagt, dass ein Mensch, der für Geld bereit ist, einen anderen Menschen zu töten und unschuldiges Blut zu vergießen, verflucht sein soll. Deuteronomium Kapitel 27 ab Vers 25. Das Blut deines Bruders schreit laut zu Gott. Und zu uns schreien laut jene Menschen, die den Anschlag auf ihr Leben im Schoß der Mutter überlebt haben. Melissa Oden befand sich schon den sechsten Monat im Schoß ihrer Mutter, als sie einer grausamen, mörderischen Behandlung unterzogen wurde. In die Gebärmutter wurde eine Salzlösung eingespritzt, die das Kindlein vernichten sollte. Nach einem dramatischen Kampf, der 5 Tage lang dauerte, wurde Melissa lebend geboren, wenn auch mit Leber- und Lungeninsuffizienz. Die Ärzte waren davon überzeugt, dass, wenn sie überhaupt am Leben bliebe, sie Blindheit, Taubheit sowie körperliche und geistige Behinderung erwarten würden. Trotzdem überlebte das Mädchen und wurde wieder ganz gesund. Heute ist Melissa Oden Ehefrau und Mutter. Sie ist der Meinung, dass ihr Leben und ihre Gesundheit ein Wunder Gottes sind, das sich nur dank ihrer Adoptiveltern, der Krankenschwestern, der Ehrenamtlichen und des Arztes ereignen konnte. Melissa Oden ist die Gründerin einer Vereinigung von Menschen, die ihre eigene Abtreibung überlebt haben, The Abortion Survivors Network. Auf der Internetseite der Vereinigung heißt es: Die Abtreibung sollte uns die Stimme rauben. Doch wir sind da, um über unsere Erfahrungen zu berichten. Es wird geschätzt, dass in den USA ungefähr 44.000 Menschen leben, die ihre eigene Abtreibung, welche mit Hilfe verschiedener tödlicher Methoden durchgeführt wurde, überlebt haben. Dies ist eine kleine Zahl, wenn man die 1,2 Millionen Abtreibungen jährlich in den Vereinigten Staaten bedenkt. Das war 2013 übrigens. Die Zahl müsste heute noch deutlich höher sein. Diese lebendigen, wandelnden Beispiele von Überlebenden der Abtreibung erheben die Stimme in Verteidigung derer, deren kurzes und schmerzhaftes Leben in Müllbeuteln für medizinische Abfälle endete. Die Anzahl jener, die überlebt haben und dann endgültig zu Tode gebracht wurden, muss um ein Vielfaches höher sein. Mittlerweile gibt es das Gesetz in New York, das es erlaubt, ein Kind bis zum letzten Tag im Mutterleib legal töten zu dürfen. Ein sehr vielsagendes Beispiel ist von LiveNews.com beschrieben worden. Im November 2011 zahlte Frau Carol Howard in einer Abtreibungsklinik $1.300 für die Tötung ihrer Tochter in der 22. Schwangerschaftswoche. Nach 12 Stunden, in denen versucht wurde, die Abtreibung durchzuführen, befand die Mutter, dass dies zu lange dauerte, und begab sich in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie das Kind zur Welt brachte. Das Gericht befand, dass die Abtreibungsklinik ihr $26 Millionen für den davongetragenen Gesundheitsschaden auszahlen müsse. Wenn man dies sachlich betrachtet, hätte eine erfolgreiche Tötung des Kindes den Abtreibern reinen Gewinn beschert. Die Entschädigung mussten sie im Grunde dafür zahlen, dass sie das Kind nicht getötet hatten. Die Heuchelei des Menschen kennt einfach keine Grenzen. Nach vielen Jahren, in denen das Problem der Lebendgeburten zur Sprache gebracht wurde, unter anderem durch Jill Stanek, unterschrieb Präsident George Bush im Jahre 2002 das Gesetz Born Alive Infants Protection Act, welches nach einer Abtreibung lebend geborene Kinder vor der Kindestötung schützt.
Im Namen des amerikanischen Gesetzes hat also das Kind im Mutterschoß kein Recht auf Leben und man kann es auf beliebige Weise morden. Wenn allerdings das Kind den Mutterschoß verlässt und immer noch am Leben ist, ist es geschützt und man darf ihm nichts antun. Die Journalistin Natalia Duholm hat auch Angaben über andere Länder zusammengetragen. So berichtet Barbara Levo in einem Text aus dem Jahr 2012, dass auf der Entbindungsstation des Krankenhauses Riks Hospitalet in Oslo, das sich auf die Entbindung von Frühchen mit einem speziell dafür ausgebildeten Team in Anführungsstrichen sowie auf die Durchführung sogenannter Spätabtreibungen spezialisiert hat, es ebenfalls nicht selten zu Lebendgeburten nach Abtreibungen gekommen ist. Diese Kinder wurden dann einfach irgendwo beiseite gelegt, damit sie starben. 57 Mitarbeiter hatten deswegen ein schlechtes Gewissen, also schrieben sie einen Brief an das Gesundheitsministerium, in dem sie um eine Erläuterung baten, ob es rechtmäßig sei, ein 6-monatiges Kind, das bei der Abtreibung nicht umgekommen war, dem Tod zu überlassen. Sie schrieben dies, weil sie nie wieder an so etwas beteiligt werden wollten. Der Brief wartete ein Jahr lang auf eine Antwort, bis schließlich im Mai 2012 das Gesundheitsministerium zur Zufriedenheit der Hebammen entschied, dass eine Abtreibung nach der 22. Schwangerschaftswoche gesetzeswidrig sei. Anscheinend ist eine Abtreibung in der 21. oder 20. Woche dagegen akzeptabel für sie. Als sei in ihren Augen ein um eine Woche jüngeres Kind kein wirklich menschliches Wesen mehr. In ihrem Artikel Unmenschliche Zeiten schreibt Frau Alexandra Gielewska, Frühgeborene mit einem zu niedrigen Geburtsgewicht wurden in den 60er Jahren in Polen in Eimern ertränkt oder Temperaturen von minus 30 Grad ausgesetzt, damit sie dort erfroren. In der Krankenhausstatistik wurde vermerkt, sie seien totgeboren, erinnert sich Professor Roman Czekanowski. Wie viele Gynäkologen und Hebammen haben solche Erinnerungen? Und war dies eine Praxis nur der eifrigsten, ehrgeizigsten Leiter von Entbindungsstationen, denen es um die Gunst und die persönliche Karriere bei den damaligen Herren der Volksrepublik Polen ging, oder war es Routine? Zum Thema der Abtreibungen, die der polnischen Gesellschaft von den kommunistischen Machthabern aufgezwungen worden waren, stellt die Autorin fest: Der Eingriff der Abtreibung wurde von der Gesellschaft wie das Ziehen eines schmerzenden Zahnes betrachtet. Ja, einige Frauen meinten gar, regelmäßige Schwangerschaft und ihre darauffolgende Beseitigung sei ein verjüngender, kosmetischer Eingriff, der das Wohlbefinden und Aussehen fördere. Und das medizinische Personal hatte noch nicht das Licht der Aufklärung. Am Ende des Textes stellt Frau Gielewska wichtige Fragen. Handeln denn wir modernen Menschen, die wir es als Priorität betrachten, den Erwartungen der Verwaltungsbehörden, den von oben aufgedrückten Richtwerten und Leitlinien, Normen, Beschränkungen und Haushaltsplänen zu entsprechend, immer nach ethischen Gesichtspunkten, und werden wir im Laufe der Jahre von unseren Nachfolgern nicht als grobschlächtige Primitivlinge angesehen, die sich gedankenlos den augenblicklich geltenden Regeln unterworfen haben? Dabei sollten wir vor allem bedenken, dass wir, abgesehen von der Bewertung durch künftige Generationen, auch der Beurteilung durch den Herrgott unterliegen, der eindeutig gesagt hat, du sollst nicht morden. Deuteronomium 5,17. Und sogar, du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Levitikus 19,16. Die persönliche Verantwortung vor Gott betrifft die Art, wie wir seine Gesetze in unserem Leben angewendet und wie wir an der Zivilisation der Liebe mitgebaut haben. Frau Duholm weist darauf hin, dass das derzeitige polnische Abtreibungsgesetz die eugenische Abtreibung, also aufgrund des Verdachts einer Krankheit des Kindes, bis zum Moment einer Reife des Kindes zulässt, die es ihm erlauben würde, außerhalb des mütterlichen Organismus zu überleben. Als diesen Moment nimmt man die 23. bis 24. Schwangerschaftswoche an, obwohl es mehr auf das Gewicht als auf das Alter des Kindes ankommt. Wenn es um die Rettung des Lebens und der Gesundheit der Mutter geht, so gibt es keinerlei gesetzliche Zeitgrenze,
was zum Missbrauch führen kann. Verschiedene Ärzte geben immer häufiger zu, dass es heutzutage praktisch nicht vorkommt, dass eine Abtreibung für die Lebensrettung der Mutter notwendig wäre. Wir können unschwer feststellen, dass wenn dem Kind im Schoß der Mutter das Lebensrecht abgesprochen wird und im Namen des Gesetzes Abtreibungen durchgeführt werden, dies zu offenkundigen Verbrechen der Kindstötung führt, wenn das Kind lebendig geboren, aber nicht gewollt wird. Dies ist der ganz normale Mechanismus des Versinkens in Sünde. Eine Sünde zieht die nächste nach sich, dann die nächste und so weiter, bis der Mensch bis zum Hals in Sünde verstrickt ist. Deshalb ist der einzige Ausweg aus dieser Situation, Buße zu tun. Die verbrecherische Natur des Eingriffs der Abtreibung klarzustellen, die Vergebung des barmherzigen Gottes anzunehmen sowie die Stimme für die Ungeborenen zu erheben. Dies verlangt der gesunde Menschenverstand, das menschliche Gewissen und vor allem Gottes Gesetz der Liebe. Die selige Mutter Teresa von Kalkutta sagte, als sie den Friedensnobelpreis entgegennahm, die größte Gefahr für den Frieden ist die Abtreibung. Wenn wir ein Leben vernichten können, das Gott uns schenkt, oder wenn die Mutter zum Henker ihrer Kinder werden kann, was können wir dann über andere Morde und Kriege der Welt sagen? Mehr als 10 Jahre später schrieb sie in einem Brief: Tragen wir wahren Frieden in unseren Familien, unsere Umgebung, unsere Stadt, unser Land und in die Welt. Fangen wir hiermit an, indem wir uns schon dem kleinen Kind im Schoß der Mutter voller Liebe zuwenden. Der sicherste Ort auf der Welt sollte der Mutterschoß sein, wo das Kind am schwächsten und hilflosesten ist, wo es voller Vertrauen gänzlich auf die Mutter angewiesen ist und denkt daran, dass Jesus gesagt hat, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, 40. Und zu guter Letzt, ihr Lieben, ich möchte euch noch etwas zeigen, habe ich hier an meiner Jacke dran. Das, ich weiß nicht, ob man das erkennt, sind die Füßchen eines 10 Wochen alten Kindes. Vielleicht sieht man es in dieser Kamera auch. Abschließend noch 1-2 Worte an die Abtreibungsbefürworter, die sagen, dass es kein Mensch ist, dass es kein Kind ist, dass das Kind erst irgendwann mal oder der Mensch erst zu einem Menschen wird. Erich Bleichschmidt sagte, der Mensch entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern als Mensch. Das heißt, mit der Verschmelzung von Eizelle und Spermium entsteht ein neuer Mensch. Sämtliche Anlagen sind bereits vorhanden. Und dieses Kindlein hier ist ein Kind. Das ist ein Kind, so wie ihr seht, 10 Wochen alt, welches in Deutschland täglich legal getötet werden darf. Wie ihr seht, er sagt, das ist kein Mensch. Dieses Kindlein, Arme, Hände, Nase, Ohren, Füße, alles ist vorhanden. Es passt in meine Hand rein. Liebe Leute, es ist Advent und eigentlich eine Zeit des Erwartens und der Freude. Und ich glaube, wir sollten uns die Freude nicht nehmen lassen, aber das, was gerade so auf der Welt passiert, auch was diese ganzen Abtreibungs-Euthanasie und so weiter Gesetze angeht, es ist einfach nur noch widerlich und ekelhaft. Und es wird an der Zeit umzukehren. Es wird an der Zeit, uns zu besinnen, tatsächlich besinnen. Das bedeutet, unsere Sinne wieder zu benutzen, unser Herz zu benutzen, unser Herz reinzumachen, Buße zu tun
beichten zu gehen, damit wir wieder einen klaren Blick für die Wahrheit haben, damit wir einen klaren Blick dafür haben, was gut ist, was schlecht ist und was um uns herum passiert. Jemand sagte mal vor kurzem, du, der Zug ist bereits losgefahren. Diejenigen, die sich nicht bekehren wollen, für die ist es zu spät. Ich hoffe nicht, dass dieser Mensch recht hatte, aber die Zeit ist knapp. Und wie Jesus sagt, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, muss man sich die Frage stellen, wenn du das wärst, wärst du dann auch noch für Abtreibung?